Ja, herzlich willkommen. Ja, ein weiterer Teil aus der Praxis Miracura. Mein Name ist Christoph Arnold und ich versuche Menschen zu unterstützen, indem ich ihnen auch zeige, was sie selber tun können, welche Tools es gibt, welche Heilmethoden sie dann eben befähigen, selbst das in die Hand zu nehmen. Denn das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir immer mehr klar haben, wie viel Power wir selber haben und da entsprechend aussuchen, was wir wollen und eben uns selber auch unterstützen können. Und ja, heute in diesem Teil etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich etwas, was viele vielleicht so ein bisschen auch belächeln oder sagen, ja, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und vielleicht hat es schon jemand in den Kommentar gesehen, es geht um das Thema Liebe. Ja, Liebe, die größte Heilkraft hat. Das ist jetzt schön. Hast du es gesagt, ne? So dieser Satz von mir, Lachen ist die beste Medizin. Und Liebe ist die größte Heilerin. Aber wenn du jetzt gerade im Moment gar keinen Zugang zur Liebe hast, was soll dir das helfen? Also ist es erst einmal wichtig zu gucken, wie könntest du denn wieder Zugang zur Liebe haben? Also dich selber zu lieben. Und warum ist das gerade nicht möglich? Vielleicht müssen wir einen Umweg machen und müssen gucken, okay, was ist denn da oben im Kopf drin, alles, was uns nicht nach unten kommen lässt, hier ins Herz. Ja, das kann durchaus sein, dass wir erst einmal schauen müssen, okay, warum glaube ich denn, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden? Und wenn dir gar nichts einfällt, dann fang einfach mal genau mit der oppositionellen Seite an, nämlich indem du sagst, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und dann kann sein, dass da oben irgendwas auftaucht und sagt, hallo, du doch nicht. Überleg doch mal, du bla 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 bla, was da alles so dann auf einmal auftaucht, was wir gar nicht mehr so bewusstseinsmäßig auf dem Schirm hatten. Diese Widerstände haben quasi so eine Sperre gemacht, sodass das nicht weitergehen konnte und auch auf der anderen Seite auch nicht im Bewusstsein ankommen konnte, dass da der Körper geliebt wird. Ja, einige kennen das schon mit diesem Spiegelprogramm. Das heißt, sich vor einen Spiegel stellen und sagen, ich liebe dich. Uiuiui, ui. Da schüttelst du dich vielleicht innerlich und sagst, nee, nee, nee. Also bitte, sowas sag mal, kann ich nicht sagen. Schon gar nicht laut. Gott, ne? Denken, ja, kriegt vielleicht keiner so mit, aber laut vor mich hin sagen, ich liebe dich. Nee, ich fühle mich nicht so liebenswert. Stell dir vor, stell dir nur einmal vor, was es haben müsste, damit du dich geliebt fühlst. Was bräuchte es? Müsstest du etwas an dir verändern? Kommen da irgendwelche Ideen hoch? Ist es dein Verhalten? Was auch immer da hochkommt. Es ist erst einmal heilsam,
dass es sich zeigt. Und erst einmal dankbar dafür sein, okay, wow, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja, unbewusst war irgendwo, ja, wo es so hochkommt, ja, war mir schon klar, aber okay. Also, was hält dich davon ab, zu sagen, ich liebe mich und dich selber in den Arm zu nehmen? Ich liebe mich. Ich liebe mich so, wie ich bin. Wie wird sich das anfühlen, wenn deine Mutter, dein Vater das zu dir sagen würde? Vielleicht haben sie es nie über die Lippen gebracht, vielleicht aber doch und du konntest es nicht annehmen, weil sie auf der anderen Seite ein Verhalten gezeigt haben, was dir zeigte, naja, das kann doch keine Liebe sein. Und so hast du irgendwelche Erfahrungen damit gemacht. Und das Tolle ist, und das ist eigentlich auch einer der Schlüssel, der für dich vielleicht zur Heilung führt. Du hast es jetzt, heute, hier in der Hand, neue Erfahrungen hinzuzusetzen und das wirklich auszusprechen. Und vielleicht, ja, gibt es erst einmal so weltliche Dinge, wo du sagst, oh, das liebe ich. Ich liebe meine Sachen, ich liebe es, in Urlaub zu fahren, ich liebe das und das zu machen. Und vielleicht gibt es ja doch etwas, was du auch an dir lieben kannst. Und dann geh weiter und sage auch die Fehler auf. Ich liebe, dass ich den und den Fehler habe. Ich liebe es, dass mir klar ist, dass ich diesen Fehler habe. Und ja, als letzten Impuls möchte ich dir noch mit an die Hand geben, das, was vielleicht in vielen Familien nicht mehr so da ist, nicht mehr gelebt wird und vielleicht auch du selber schlechte Erfahrungen mitgemacht hast, du dich davon gelöst hast. Stell dir einfach mal vor, nur mal als Hypothese, da gibt es etwas, was größer ist als wir alle zusammen. Und das liebt uns. Einfach weil wir da sind, weil wir dieses Leben leben. Und ja, viele Menschen haben Probleme mit dem Wort Gott. Nenn es doch vielleicht Quelle. Nimm irgendeinen Namen für eben etwas viel, 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 viel Größeres, das all dies hier geschaffen hat und letztlich auch uns. Und vielleicht willst du es gar nicht so hoch aufhängen, vielleicht willst du es in der Form aufhängen, dass da eine Seele
von dir da ist, die auch außerhalb dieses Lebens da ist und du quasi ein Teil von ihr bist. Und diese Seele ist zum Glück ein wenig weiter als wir gerade vielleicht, die uns lieben kann. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du wirst geliebt mit all deinen Fehlern. Du wirst geliebt mit all deinen Fehlern. Ja, vielleicht magst du dir das gerne auch nochmal anschauen und vielleicht dir dazu Notizen machen, was du dir selber sagen könntest, was für dich heilsam wäre in Bezug mit Liebe, wo du spürst, oh ja, oder du spürst so, nee, das ist noch, nee, das kann ich nicht. Und du merkst, aha, da ist also etwas, was geheilt werden darf. Und je mehr du da heilst, desto mehr Liebe kann durch dich durchfließen. Und Liebe, ja, heißt auch Harmonie, bringt Dinge wieder in Ordnung und Heilung, die Selbstheilung des Körpers kann vernünftig arbeiten. Und das möchte ich dir mit diesem Video an die Hand geben. Wenn du sagst, du möchtest gerne persönliche Unterstützung haben, nimm Kontakt mit mir auf über meine Homepage miracura.de. Da ist eine E-Mail-Adresse, da ist eine Telefonnummer. Nimm die Telefonnummer bitte nur für WhatsApp-Nachrichten, da ich nicht an fremde Telefonanrufe gehe. Ich danke dir und gerne bis zum nächsten Mal.